München bekommt einen neuen Megabahnhof und er ist gerade schon im Bau. Laut Planung der Bahn wird hier bald Europas größter und modernster Hauptbahnhof entstehen. Denn der alte war in die Jahre gekommen. Der Neubau zieht darauf ab, ihn in eine moderne Mobilitätszentrale zu verwandeln. Denn das Highlight liegt unter der Empfangshalle. Der Nukleus wird dabei der Zugang zu der neuen Stammstrecke 2 in 40 Metern Tiefe. Ein Schlüsselelement des neuen Designs ist die helle und offene Architektur vom renommierten Architekturbüro Auer Weber. Hier sollen sich die Besucher laut Bahn nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen. Ein weiteres Highlight ist der Neubau des Starnberger Flügelbahnhofs, direkt daneben. Er erhält ein modernes Hochhaus als neues Wahrzeichen. Und oben in 69 Metern Höhe wird es ein Restaurant geben mit Panoramablick über München. Wie ist eure Meinung zum neuen Bahnhof? Wie teuer alles wird und wann der Bahnhof fertig ist, erzähle ich ausführlich in meinem neuen Video.